Super, jetzt verrate ich meine Slides. So weit wird das nicht sein, also von Thomas Lohninger entfernt, denn okay, das ist gar nicht so einfach hier. Ich erzähle eben was nicht nur über die europäischen Telekommunikationsmärkte, sondern generell auch über Telekommunikationsmärkte an sich. Man muss ja eben nicht die gleichen Fehler machen, die andere schon mal gemacht haben. Und da lohnt auf jeden Fall ein Blick in die USA. Dieses Bild habe ich jetzt schon verraten. Diesen Mann werden einige hier von euch noch kennen. Das ist Günther Oettinger, der zwar jetzt nicht mehr Digitalkommissar ist, aber einige seiner Ideen, die leben weiterhin fort. Einige haben es in Gesetzesform geschafft, also zum Beispiel diese Netzneutralitätsverordnung, die eben doch einige Schlupflöcher hat. Dann gibt es eben noch diese Roaming-Verordnung, das war auch Teil des gleichen Gesetzespaketes. Auch das ist nicht perfekt gewesen. Andere seiner Ideen marschieren auch durch die Institutionen. Da gehört zum Beispiel die Urheberrechtsreform dazu, die auch nur Freunde hat. Und ein weiterer Teil davon ist eben EECC. Das ist ein Mammutprojekt, das Günther Oettinger angestoßen hat. Das ist so die grundlegende neue Reformierung der Rahmenbedingungen für die europäischen Telekommunikationsmärkte. Die wurde vor ziemlich genau einem Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt, im September des letzten Jahres. Heißt offiziell European Electronic Communication Code, also EECC. Läuft auch unter Codex oder TK Review, da gibt es ganz schön viele unterschiedliche Bezeichnungen dafür, das ist alles ein bisschen kompliziert. Bevor ich aber jetzt näher darauf eingehe, um was es da genau geht, ist es erstmal wichtig zu schauen, wie denkt die Kommission, insbesondere Oettinger, warum haben sie sich bestimmte Ansätze ausgesucht und in welche Richtung soll das gehen? Ich habe mir nochmal relativ willkürlich ein Handelsblatt-Interview aus dem Jahr 2014 von Oettinger rausgesucht. Das ist auf Englisch, aber ich übersetze das mal frei und habe dann auch relevante Passagen entsprechend dann markiert. Hier spricht Oettinger davon, dass Europa bei der Digitalisierung ein bisschen hinten nach ist, erwähnt aber ganz ausdrücklich die Deutsche Telekom, die eine wichtige Rolle zu spielen hat und einfach zu klein ist, um auf diesem globalen Markt zu bestehen. Das heißt, die Telekom muss noch größer werden. Da habe ich jetzt mal auf eine Markierung verzichtet, weil das sollte man eigentlich alles markieren. Also Überregulierung ist an allem schuld und das sollte abgeschafft werden. Hier ist es ein bisschen interessanter. Erst antwortet Oettinger auf die Frage, ob es weniger Telekommunikationsunternehmen geben sollte. Mal mit Nein. Wünschen würde er sich aber schon, dass die Deutsche Telekom und Vodafone auch im Rest Europas so stark wären und vor allem natürlich auch auf globaler Ebene wie in Deutschland. Markiert habe ich aber den letzten Satz hier, nämlich der Verweis auf den US-Telekommunikationsmarkt. Die wäre nämlich im Vergleich zu Europa weniger fragmentiert als der europäische und überhaupt könnten da die Telekommunikationsunternehmen viel besser und viel mehr verdienen. Und das soll auch in Europa so sein. Und das ist jetzt so der letzte Slide dieses Interviews. Da redet Oettinger gleich im Anschluss darüber, dass bisher ausschließlich die Verbraucher von der Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte profitiert haben. Mit Liberalisierung meint er so den Privatisierungsprozess der 90er Jahre, also der die Deutsche Telekom dann privatisiert hat und die Rahmenbedingungen auf Wettbewerb ausgerichtet hat. Also der Satz endet mit, dass diese Unternehmen auch mehr Gewinne machen sollten. Kurzer Realitätsabgleich, im letzten Jahr hat die Deutsche Telekom 4,1 Milliarden eingefahren. Aber okay, jetzt mal, das reicht, Oettinger. Wie sieht es jetzt aber mit in den USA aus, die Oettinger so offensichtlich nachmachen will? Hier kann man zunächst mal sagen, es gibt kaum eine andere Branche, die so verhasst ist wie die Telcos. Das ist so eine repräsentative oder nicht repräsentative Übersicht von lustigen Schlagzeilen. Alle hassen sie, wenn es nicht alle sind, dann ist es Comcast. Wenn nicht Comcast, ist es Time Warner Cable. Da oben sieht man, okay, wir müssen uns zusammenschließen und hassen alle beide gleichzeitig.
Und das ist auch ein lustiger Einstieg für einen Artikel. Time Warner Cable wird eben nicht mehr der meistgeachtete Anbieter sein. Nicht, weil er jetzt besser ist, sondern weil er aufgekauft wurde. Es ist jetzt kein Zufall, dass immer wieder diese gleichen Namen fallen. Nämlich nur vier riesige Firmen in den USA kontrollieren 70% des gesamten Marktes. Das sind derzeit AT&T, Verizon, Comcast und Charter. Eine US-Verbraucherschutzorganisation nennt das diese Situation ein Oligopol auf Steroiden. Da gehe ich jetzt mal kurz drauf ein. Also kurze Begriffsklärung. Im Grunde ist es sehr einfach. Es sind halt immer viele Nachfrager und wenige Anbieter. Bei Oligopolen ist es, sagen wir jetzt mal, eine Handvoll plus minus. Bei einem Duopol sind es zwei Anbieter. Monopol ist halt einer am Markt, die eben den Markt dominieren. In den USA ist es eben so, dass sich die Anbieter die Märkte komplett untereinander aufteilen und sich gegenseitig nicht stören. Also so ist es die Regel, dass Kabelbetreiber die Infrastruktur der Wettbewerber nicht überbauen, sondern sich eben diesen Markt schön aufteilen und das Ganze dann auf regionale Monopole hinausläuft. Oder wenn man Glück hat, ist es ein Duopol, wo dann der Nutzer immerhin zwischen zwei Anbietern aussuchen kann. Das Ganze führt zu einem sehr schlechten Wettbewerb mit allem, was dazugehört. Also hohe Preise, definitiv höher als in Europa, auch wenn der Ausbau ein bisschen besser ist. Ein legendär miserabler Kundenservice, auch was mit allem, was dazugehört, also bei Störungen oder Umzügen und so. Also da findet man ganz, ganz viel Hass im Internet darüber. Aber was will man machen? Man ist halt diesem einen oder diesen zwei Anbietern auf Gedärmverderb ausgeliefert. Was diese hohe Preisstruktur auch noch als negativen Einfluss auf die Gesellschaft hat, also die digitale Spaltung zeichnet sich auch da nochmal ab oder schleicht sich halt ein, weil sich halt finanziell Schwache oft Breitbandanschlüsse nicht leisten können. Insgesamt führt das zu weniger Investitionen in die Infrastruktur. Die ländliche Versorgung, also in nicht wirklich Ballungsgebieten, ist sehr, sehr schlecht. Seit Jahren schon, es wird auch nicht besser. Es gibt dann immer so kleine Initiativen von kommunalen Anbietern. Manchmal pickt sich dann auch, sagen wir jetzt mal, Google mit Fiber oder so irgendein kleines Gebiet oder halt irgendeine Stadt raus. Aber das macht alles den Braten nicht fett. Das sind auch wirklich ganz wenige Anbieter, die das dominieren. Was auch noch dazu kommt, das ist jetzt ganz unten zu sehen, da gibt es eine fortschreitende Marktkonsolidierung, also diese eh schon ganz großen, beherrschenden Unternehmen, die werden immer größer und kaufen sich dann gegenseitig auf. Also zum Beispiel, bevor Charter Time Warner Cable gekauft hat, wollte eigentlich Comcast diesen Anbieter kaufen. Das wäre dann aber der Marktführer gewesen, der den zweitstärksten Konzern gekauft hätte und das war der damaligen Obama-Administration und noch ein bisschen zu viel. Ja, man will sehen, ja. Also Charter ist jetzt mal der zweitstärkste im Moment, aber das geht eben weiter, also es gehen wieder neue Deals am Tisch. Was ist der Hintergrund dafür? So circa seit dem Anfang der 2000er Jahre hat die Regulierungsbehörde FCC die Zugangsregulierung für Kupfer- bzw. DSL-Leitungen abgeschafft, so wie wir sie in Europa kennen, also wo es einen marktbeherrschenden Akteur gibt, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom. Und der unterliegt dann einer Zugangsverpflichtung und muss seinen kleineren Anbietern oder Wettbewerbern seine Leitungen öffnen zu regulierten Preisen. Stattdessen setzt die FCC auf sogenannten Infrastrukturwettbewerb. Im Grunde ist die Logik dahinter, also da gibt es halt mehrere Anbieter, die setzen auf verschiedene Technologien. Das ist dann mal Kabel, also Koaxialkabel, manchmal ist das DSL, früher oder später vielleicht Glasfaseranbieter. Und diese unterschiedlichen Technologien, die betteln das Ganze unter sich aus, auf das die Beste gewinnen möge. Aber in der Praxis funktioniert das halt einfach nicht, wie sich halt jetzt eben schon seit einigen Jahren zeigt. Okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs in die USA, kommen wir jetzt mal nach Europa. Zwar glaube ich jetzt mal nicht, dass es ganz so schlimm werden wird wie in den USA, also wie Thomas schon im letzten Vater gesagt hat, da gibt es ganz andere Gewichtungen und die haben auch noch, die haben wirklich viel mehr Geld, sind auch viel größer und haben da viel mehr Einfluss auf die Politik. Aber trotzdem, der Vorschlag der Kommission, der jetzt eben am Tisch liegt, der geht zumindest teilweise so genau in diese Richtung. Und ja, das Ganze heißt eben EECC.
Der wurde eben letztes Jahr vorgestellt. Und der hat sich zur Aufgabe gesetzt, diese vier derzeitigen Einzelrichtlinien zu einer einzigen großen zusammenzufassen, die dabei gleichzeitig zu entschlacken, zu reformieren und das eben alles in ein einziges Gesetzespaket zu schnüren. Im Grunde regeln diese vier Einzelrichtlinien so mehr oder weniger alles, was mit TK-Regulierung zu tun hat, also von Zuständigkeiten von nationalen Regulierungsbehörden, Zugang zu Funkfrequenzen, also alles, was da mit diesem Markt zu tun hat. Zum Beispiel auch die Definition, was ist überhaupt ein signifikanter Marktplayer. Das Ganze ist eingebunden, da gehe ich jetzt nur ganz kurz drauf ein, in ein Gesamtpaket. Das wird eben mehr oder weniger gleich jetzt in diesem ganzen Paket verhandelt. BEREC, das ist so ein Gremium der europäischen Telekommunikationsregulierer. Derzeit ist es so ein Beratungsgremium mehr oder weniger. Das soll dann früher oder später zu einer vollwertigen Regulierungsbehörde aufgewertet werden, mit entsprechendem Machtverlust dann natürlich für die nationalen Regulierer. Die sollen zwar nicht abgeschafft werden, aber in der Praxis läuft das eben darauf hinaus, dass sie den Einfluss verlieren. Das Ganze steht sehr in der Kritik schon allein deswegen, weil der Kommissionsvorschlag vorsieht, dass die Kommission ungebührlichen Eingriff und Zugriff auf diese neue Regulierungsbehörde haben soll. Anders gesagt, das wäre so ein bisschen der verlängerte Arm der Kommission und das würde dann die Unabhängigkeit dieser Regulierungsbehörden auf jeden Fall gefährden. Dann gibt es so ein schönes Ausbauziel, das kennen wir auch so ein bisschen von Deutschland, 100 Mbit in der Sekunde für alle bis 2025. Dieses Ausbauziel ist allerdings unverbindlich. Dann gibt es auch Wi-Fi for EU, das ist auch so ein bisschen ein komisches Zwischenprojekt, das soll mehr oder weniger allen großen Städten oder je nachdem, wer sich halt bewirbt, in den Ortskernen freies und offenes WLAN zur Verfügung stellen. Allerdings gibt es dafür genau 120 Millionen Euro, also das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und das letzte noch, das ist der 5G-Rollout, der steht jetzt in den nächsten Jahren an. Da wird so ein bisschen, also das ist der LTE-Nachfolger, die neue Funkgeneration, da wird sowohl von Politik als auch von Wirtschaft so ein bisschen alles als Allheilmittel gesehen. Und ja, da sollen die Frequenzverteilungen harmonisiert werden und dass das Ganze möglichst schnell eingeführt wird. Was will die Kommission damit überhaupt erreichen? Prinzipiell gigabitfähige Internetanschlüsse für alle. Also diese Mindestversorgung von diesen 100 Mbit, das soll wirklich jedem Europäer zur Verfügung stehen. Allerdings sollte jeder dieser Anschlüsse auf Gigabit-Geschwindigkeit aufgewertet werden können bei Bedarf. Stand jetzt läuft das einfach auf eine flächendeckende Glasfaserversorgung hinaus, zumindest mal bis ins Haus. Das Ganze soll als Universaldienst verankert werden. Auch da ist noch nicht ganz klar, wie das sein soll. Zum Beispiel sieht diese Richtlinie vor, dass Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben sollten, Sondertarife für sozial Schwache einzuführen. Allerdings, das können Sie halt jetzt natürlich auch schon. Dann gibt es eine geplante Angleichung von Verbraucherschutzstandards. Das ist ein bisschen ähnlich wie diese ganze BEREC-Geschichte. Das soll halt ein einheitliches Niveau sicherstellen. Allerdings, da laufen ganz schön viele Verbraucherschützer Sturm dagegen, weil sie einfach fürchten, dass das Ganze auf ein niedrigeres Niveau abgesenkt wird. Und natürlich, was nicht fehlen darf, alles, was irgendwie mit Wirtschaft zu tun hat, was natürlich auch grundsätzlich sinnvoll ist. Also bessere Anbindung für die Industrie, Startups und KMUs auf dem Land. Telemedizin und was auch immer gerade der letzte Schrei ist. Vor allem will die Kommission aber eins, den möglichst raschen Ausbau von sogenannten NGA-Netzen, also Next Generation Access. Ja, und das bedeutet einfach Glasfaser. Und jetzt kommen halt eben diese paar kritischen Punkte, mit denen die Kommission das umsetzen will und die gerade in Brüssel hart umkämpft werden. Grundsätzlich bleibt die asymmetrische Regulierung erhalten. Was bedeutet das asymmetrisch? Das ist eben, wenn es einen großen marktmächtigen Akteur wie die Deutsche Telekom gibt, der muss dann seinen kleineren, deswegen asymmetrisch Wettbewerbern den Zugriff auf seine Infrastruktur gewähren, zum Beispiel über diese Teilnehmeranschlussleitung, also diesen Zugriff auf die letzte Meile.
Dann gibt es eine leicht veränderte oder halt einen neuen 3-Kriterien-Test, der erfüllt werden muss. Also zum Beispiel findet da die Marktanalyse nicht mehr alle 5 Jahre, sondern nicht mehr alle 3, sondern alle 5 Jahre statt. Wenn irgendwelche anderen Arten der Regulierung Zugangsverpflichtungen unnötig machen sollten, dann kann das eben dann auch entfallen, also diese Zugangsverpflichtung. Und die Ergebnisse dieser asymmetrischen Regulierung müssen rechtfertigen, dass es eben tatsächlich zu diesen Verpflichtungen kommt. Also wenn jetzt irgendein Regulierer feststellt, es gibt einen funktionierenden Endkundenmarkt, dann kann das eben auch wegfallen. Aber, und das ist eben auch ein bisschen kritisch, gemeinsam kann sowohl Kommission als auch BEREC diese Zugangsverpflichtungen einfach aufheben. Das ist eben deswegen doppelt kritisch, weil es einfach so sich hinwegsetzen kann über alle anderen und eben BEREC als verlängerter Arm der Kommission fungiert. Also das ist nicht ganz lupenrein. Jetzt kommt es aber noch härter, nämlich das ganze Werk sieht vor, dass es keine Zugangsverpflichtungen geben muss, selbst für Anbieter, die eine signifikante Marktmacht haben, und zwar wenn diese NGA-Netze aufbauen, also eben neue Glasfasernetze zum Beispiel. Wenn dieser Netzbetreiber anderen Betreibern so ein Angebot macht, um gemeinsam über ein Co-Investitionsmodell so ein neues Netz zu errichten und das dann anschließend gemeinsam genutzt werden kann, dann entfallen auch diese Zugangsverpflichtungen für andere Anbieter. Wobei da auch noch einiges unklar ist, also was ist genau ein NGA-Netz, da gibt es noch eine recht unscharfe bzw. gar keine Definition, was ist gerecht und was ist angemessen, also eben genau diese Bedingungen, zu denen dieses Netz genutzt werden kann. Anbieter, die sich nicht an dieser Kofinanzierung beteiligen, das ist noch so der letzte Punkt, die müssen ihre bisherigen Kunden zu den gleichen Konditionen wie früher erreichen können. Also wenn zum Beispiel jetzt sich ein Wettbewerber auf das Netz der Telekom draufschaltet und sagen wir jetzt mal ein 6-Mbit-Produkt darüber seinen Kunden anbietet, dann muss dieses neu errichtete Netz auch zu diesen gleichen Bedingungen zur Verfügung stehen, was aber nicht bedeutet, dass dann die neue Qualität und die neue Geschwindigkeit und die neue Bandbreite genutzt werden kann. Aber das war es im Grunde. Also wer von Anfang an mehr oder weniger nicht mitmacht und bei diesem Netzausbau sich beteiligt, der fliegt dann mehr oder weniger raus. Also das ermöglicht es auf mittlere und lange Sicht insbesondere großen Anbietern möglichst schnell diese Investitionen zu tätigen, sich da strategisch einzelne Gebiete und auch einzelne Mitausbaupartner auszusuchen und dann einfach mehr oder weniger das Netz wie in den USA unter sich aufzuteilen und das Ganze dann europaweit. Der Hintergrund oder der Hintergedanke genau dieses Ansatzes, diese Regulierung zurückzufahren, das soll einfach mehr Investitionen ermöglichen, also es soll halt einfach attraktiver machen, wenn man sich dann diese Gewinne, die dann diese Netze erwirtschaften, nicht teilen muss oder wen mit weniger Anbietern. Das Ganze soll dann deswegen schneller gehen. Und, da schreibt auch die Kommission ausdrücklich rein, die will nämlich einen Infrastrukturwettbewerb, also genau das, was in den USA bis jetzt nicht so gut funktioniert hat. Ja, wie schaut es jetzt mal im Moment aus? Wie gesagt, das wurde vor einem Jahr vorgestellt, liegt derzeit immer noch im EU-Parlament. Da gibt es jetzt Mitte September, habe ich das nicht hier? Genau, eine Abstimmung im Industrieausschuss. Es ist nicht ganz so schlimm wie die Datenschutzgrundverordnung, aber doch immerhin 2000 Änderungsanträge, die da eingebracht worden sind. Also das ist eine ziemliche Lobbyschlacht, die da abläuft. Was auch noch dazu kommt, es sind so alte Bekannte aus der Netzneutralitätsdebatte, falls sich jemand erinnern möchte. Also die Berichterstatterin im ITRE-Ausschuss ist Pilar de Castillo Vera. Das ist eine Spanierin, die als sehr industrienah und industriefreundlich bekannt ist. Daneben ist auch der IMCO-Ausschuss, also für Binnenmarkt und Verbraucherschutz beteiligt und noch ein paar andere kleinere, die beraten. Fix ist noch nichts, aber es scheint derzeit einen Deal im Parlament zu geben.
der Regulierern mehr Mittel in die Hand gibt, um schärfer zu regulieren. Also im Unterschied zur Kommission sieht das EU-Parlament tatsächlich eine Gefahr von Oligopolen. Und wenn sich da zum Beispiel abzeichnet, dass sich da eine hohe Marktkonzentration irgendwo ergibt, dann können diese Regulierer oder entsprechende nationale Behörden leichter eingreifen. Also solche Sachen, die Kommission gar nicht berücksichtigt hat. Wenig überraschend laufen da auch die Netzbetreiber ziemlich dagegen Sturm. Ja, man wird sehen, ob das diese Abstimmung dann überleben wird. Ja, anschließend ist es genau der Weg, den auch andere Gesetzeswerke nehmen. Wenn das dann die ganzen Ausschüsse passiert, geht es dann ins Plenum und anschließend in den Trilog. Das ist deswegen nicht irrelevant, weil zwei sehr große und zwei mächtige Mitgliedstaaten der EU, nämlich Deutschland und Spanien, jeweils einen großen Netzbetreiber im Schlepptau haben, also die Deutsche Telekom und Telefonica. Also die werden auf jeden Fall auch im Ministerrat versuchen, das Ganze möglichst runterzuschrauben und die Regulierung so gering wie möglich zu halten. Ja, ursprünglich war der Plan, dass das Ganze noch 2017 beschlossen wird, aber das ganze Paket hat sich jetzt schon ziemlich verzögert, also es ist relativ unsicher, ob das wirklich noch dieses Jahr beschlossen werden soll, aber es wird auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und wird dann auf jeden Fall darüber entscheiden, wie es mit unseren Breitbandanschlüssen so in 15, 20 Jahren aussehen wird. Gut, vielen Dank und mehr Berichterstattung gibt es dann auf unserer Webseite. Danke. Dankeschön, Thomas.